irgendwas stört ja immer, ne? Sobald es diese Ich-Instanz gibt, ist immer irgendetwas da, was stört, was nicht passt. Entweder ist das Bild verwackelt oder es rauscht oder es regnet, so wie jetzt hier gerade in dem Fall heute, immer noch in Norwegen. Schöne Natur, aber scheiße kalt heute und Regen und das mitten im Sommer. Aber nichtsdestotrotz versuchen wir mal eine Frage zu beantworten. Und zwar hat mich irgendwann die Frage erreicht, ist denn Erleuchtung und Einsamkeit noch möglich? An sich müsste man sagen, geht's nicht. Weil wenn klar ist, wer oder was ich bin, gibt es keine Möglichkeit, einsam zu sein, weil ich ja alles bin. Da das Ganze aber sich innerhalb dieses Rollenspiels hier aufhält oder hier stattfindet, kann man sagen, in Verbindung mit der Rolle gibt es, je nachdem, was gerade für eine Lebenssituation ist, vielleicht auch sowas wie Einsamkeit. In Verbindung mit der Rolle gibt es Einsamkeit. Da gibt es Kälte, da gibt es Traurigkeit, da gibt es Wut, da gibt es Nasswerden. Da gibt es einfach alles. Ganz schön kalt. Da es aber in Wahrheit überhaupt nichts gibt, also überhaupt nichts in Form von kein getrenntes Etwas, kann man sagen, gibt es in Wahrheit auch keine Einsamkeit. Innerhalb der Rolle gibt es alles. Aber da niemand da ist, der diese Rolle als Rolle, der diesen Mensch als Mensch erfährt, sondern da das, was alles erfährt, ich bin, aber ich als das eine, was paradoxerweise überhaupt nichts erfährt, weil es keine Sinne hat, mit denen es erfahren kann, demzufolge spielt es keine Rolle, was da sozusagen erfahren wird. Und wenn keiner etwas erfährt, kann man auch nicht sagen, dass es sowas wie Einsamkeit oder Traurigkeit oder Wut oder Kälte oder irgendwie sowas gibt. Weil dann ist klar, warum ich immer das Wort Numenal oder Numenon benutze, ein Gedankending. Ein Wort, was im Verstand sich breit gemacht hat, wobei da fängt schon wieder an, schwammig zu werden. Es gibt auch keinen Verstand in dem Sinne, weil auch für die Existenz eines Verstandes müsste es jemanden geben, der den Verstand hat. Aber auf der erklärbaren Ebene muss man den Worte nehmen erstmal. Also wenn sich Worte im Verstand festsetzen und die immer wieder und wieder wiederholt werden, dann kriegen die im Laufe der Zeit nicht nur eine bildliche Vorstellung, sondern auch so eine emotionale Komponente dazu. So wie ich immer gerne sage, Entschuldigung, Kuscheldecke, Vergewaltigung oder Ohrfeige, Candlelight Dinner. Alles nur unterschiedliche Worte, aber das eine fühlt sich gut an und bei dem anderen sagt man, mehr nicht. Aber es sind nur Worte, es ist nur eine Vorstellung. So, diese Vorstellung erzeugt das, was wir Leben nennen. Das heißt, es ist alles nur gelernte Worte, die eine bildliche und emotionale Komponente haben. Und je mehr ich davon verstanden habe und begriffen habe, ne, als kleines Kind, ich begreife sowohl mit der Hand als auch mit dem Kopf, je mehr ich begriffen habe, desto mehr formt sich diese Welt und desto mehr formt sich die Trennung und damit das Leiden. Und deswegen, so wie in einem anderen Video auch schon angekündigt oder die Frage stellt, überprüf doch mal, was jetzt wirklich fühlbar, spürbar hier ist. Du wirst als Grenze zwischen dem vermeintlichen Körper, was du denkst, ich bin das, und der Welt immer nur Worte finden. Du wirst niemals eine Grenze fühlen können, weil einfach gar keine Grenze ist. Weil klar ist, ich bin alles, aber dieses Alles ist in Wahrheit nichts. Da sind wir wieder genau bei der paradoxen Geschichte unserer Existenz. Man kann es nicht beschreiben. Na gut, bevor das, was nicht existiert, komplett durchnässt ist, sage ich mal Winke, Winke, wie immer, und freue mich auf eure nächsten Fragen.